Um den Eigenverbrauch zu steigern, kann der Sony Home Manager Haushaltsgeräte steuern. Dazu können oft die Geräte genutzt werden, die bereits im Haushalt vorhanden sind. Ob ein Gerät zur Steuerung durch den Sony Home Manager geeignet ist, lässt sich mit wenigen Schritten leicht prüfen. Versuchen wir dies mit einer Waschmaschine. Zuerst schalte ich das Gerät ein. Dann wähle ich das Waschprogramm. Nun fülle ich Wäsche in die Waschmaschine und drücke den Startknopf. Die Maschine beginnt hörbar zu arbeiten. Der Sony Home Manager nutzt die Eigenschaft vieler Geräte, nach einem Stromausfall ihr Programm fortzusetzen. Wir stellen einen Stromausfall nach, indem wir den Stecker aus der Steckdose ziehen. Um ganz sicher zu gehen, warten wir etwa 30 Minuten. Nun endet unser nachgestellter Stromausfall. Wir stecken den Stecker wieder ein. Läuft die Maschine nun ohne Benutzereingriffe weiter, ist sie durch den Sony Home Manager steuerbar. Bei dieser Waschmaschine ist das der Fall. Machen wir denselben Test bei diesem Trockner. Zuerst schalte ich das Gerät ein und wähle das Trockenprogramm. Jetzt drücke ich den Startknopf. Der Trockner beginnt mit der Abarbeitung seines Programms. Jetzt ziehe ich den Stecker und warte ca. 30 Minuten. Nun stecke ich den Stecker wieder ein. Der Trockner setzt sein Programm jedoch nicht fort. Ich müsste zunächst wieder die Starttaste betätigen. Das bedeutet, dass eine automatische Steuerung nicht möglich ist.